Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir das neue Sonic Speed Simulator Update. Sieht auf jeden Fall sehr royal aus. Aber ich klicke hier erstmal auf Starten. Ich bin wieder Tails. Happy 31. Birthday. Könnt ihr euch vorstellen, dass Sonic schon so ein alter Mann ist? So. Ah, okay. Dann gibt's ja so einen Retro-Sonic-artigen Skin. Birthday-Event. Löschen. Was heißt löschen? Ah, okay. Damit ist clear gemeint. Und das kostet 199 Robux hierfür? 200... Okay, okay. Und wie viel würde es mich kosten, den freizuschalten? 1000 Robux für den Skin? Ich weiß ja nicht. Und der hier kostet mich 699. 700 Robux wäre es mir nicht wirklich wert. Dafür, dass ich eine Krone und ein Cape bekomme. Aber auch ganz schön. Was muss man machen? Man muss halt Geschenke sammeln. Okay. Und die Geschenke liegen hier rum, wie man es kennt. Die Frage ist, sind die Geschenke jetzt auch wieder permanent da? So wie bei dem Hotdog-Event, wie ich es geil fand. Oder kommen die Geschenke nur so ein bisschen, wenn sie Lust haben? Wenn ja, dann finde ich es blöd. Wenn die Geschenke jetzt die ganze Zeit sind, finde ich es mega geil. Und ich muss das Spiel mal leiser stellen, weil das Spiel ist laut. So, Eggman droppt sein Data Disk. Okay, es gibt bisher noch keinen Hinweis darauf, dass die Geschenke einfach so spawnen. Das finde ich gut. Die sind immer da. Danke, V-Ray. Oh, was sind das für Geschenke? Sind das böse? Machen die mir Schaden? Nee, das sind einfach fette Geschenke. Oh, die Geschenke bringen auch richtig Boni. Ich habe jetzt schon 1250 von 10.000. Ich glaube, das ist ein Event, das man gut spielen kann. Man muss halt bei diesen Geschenken, bei diesen Eggman-Geschenken hier diesen machen. Das ist auch eine coole Mechanik. Und dann sind hier so Ballons. Oh, das ist ja richtig cool. Dann kann man einfach das machen, um zu sammeln. Boah, ist das geil. Bam und bam und bam. Da haben die sich Mühe gegeben, endlich mal ein paar neue Mechaniken hinzuzufügen. Beziehungsweise, das sind keine neuen Mechaniken. Aber dass man damit jetzt Sachen sammeln kann, gefällt mir. Da ist man mal wieder ein bisschen beschäftigt. Gibt ein paar neue Routen, die man abklappern kann. Das gefällt mir sehr. Und ich mag diese Mechanik sowieso mit diesem so ein bisschen Auto-Aim-Ding hier rüber. Jetzt kann ich hier aufs... Könnte ich aufs Rail rauf, wenn ich überhaupt so gut wäre. Stattdessen werde ich einfach hier hingehen und die Route von der anderen Seite ausgehen. So, und wie viel kriege ich eigentlich? Plus 100 immer nur. Okay, 100 ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Habe jetzt einen nicht mitgenommen. Der hier bringt 300. Oder waren es eben 500? Werden wir gleich sehen. 100. Okay. Habe ich mich vorhin wohl verguckt. Und die bringen dann halt immer 25. Alles klar, ist doch ganz cool. Bei mir hat das nicht lange gedauert, Classic Sonic freizuschalten. Weißt du ungefähr, wie lange das gedauert hat, V-Ray? Damit ich das einschätzen kann. Weil ich weiß nicht, ob ich es genug spielen werde, damit ich den freischalte. Weil das wäre schon wieder ziemlich viel gegrinde. Und ich grinde halt nicht so gerne in Videospielen so lange. Weil... Zeit ist rar bei mir. Oh, jetzt bin ich über die ganzen Geschenke gesprungen. Ah, die muss ich noch mitnehmen hier. Aber ich habe schon 6.750. So nice. Ich muss einmal nachgucken, wie viel brauche ich. Ich brauche 250.000. Okay. Und ich habe jetzt schon 6.000. Und wie lange mache ich das jetzt? Vielleicht 4 Minuten. Okay. Sagen wir, man macht in 5 Minuten, macht man vielleicht 7.500. Ne? Wie viel brauchen wir nochmal? 250.000. Dann bräuchte man etwa... Ja, etwa 4 Stunden. Aber es gibt bestimmt auch Möglichkeiten, besser zu sammeln. Ich glaube, ungefähr 27 Minuten. Achso, mit enchanteten Pets. Das macht Sinn. Daran habe ich jetzt auch nicht gedacht, dass... Okay, man kann ja auch solche Sachen machen, wie das Bam, 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 Bam. Hier hoch, das war daneben. Nein, nein. Aber schön, dass sie endlich neue Collectibles und so platziert haben. Was machst du denn da? Old Roblox. Ich habe ja hier keine guten Chaos und so. Aber Spaß. Warum ist das gesperrt? Unterbau wird bald zurück. Wie Unterbau wird bald zurück? Was bedeutet Unterbau wird bald zurück? So, hä? Kannst du mich grüßen? Ich grüße dich nochmal, Phoenix, Alexei. So, chemische Plätze ist dabei. Unterbau wird bald zurück. So traurig, dass Unterbau nicht mehr da ist, ne? Das kriege ich nicht hin, dafür bin ich zu langsam. Ich habe nicht die Reflexe dafür. Great job! Yeah, ich habe einen Birthday Spirit bekommen. Wie gut sind die? Gucken wir mal nach. Gehen wir mal nach. Birthday Spirit, welcher ist es? Ist es der? Ist es der? Das ist er. 60,8, na... Nicht so nice. Nicht so nice. So, ich bin aber jetzt schon wieder gecatcht. Ich mag diese Mechanik, dass es die etwas größeren Collectibles gibt, auf die man auch anvisieren kann. Das gefällt mir. Ein richtig Catch davon. Ich will nicht mehr aufhören. Ich will einfach nicht mehr aufhören. Ich wollte gerade sagen, wir können ja mal hier Victor und Paul fragen, was die dazu sagen. Aber die sind aus dem Stream-Channel rausgegangen. Ich wollte vorhin noch mit denen sprechen, aber da habe ich nicht dran gedacht. Jetzt sind sie weg, habe ich mir selbst zuzuschreiben. Entschuldigung? Hallo, Entschuldigung? Hallo, Entschuldigung, bitte. Na gut, dann machen wir es so. Ich will das da unten. Endlich. Okay, ich krieg das hin. Ich schaff das. Oh yeah. Oh mein Gott, ich habe das geschafft. Aber das habe ich dann nicht mehr geschafft, weil ich zu viel wollte. Okay, den da oben kriege ich nicht mehr. Schade. Es macht so viel Spaß. Und bei denen hier kann man einfach durchrushen. Das ist geil.
Wenn die Geschenke so sind, dann kann man wirklich bam, bam, bam. Dann hat man einen übersehen und denkt sich so, Bro, nein, schon wieder versagt. Nein, das wollte ich nicht. Na gut. Im Testing-Server war es ohne Enchanten Pets mit ungefähr 35 Minuten. Okay, in 35 Minuten werde ich das, glaube ich, nicht schaffen. Ich will das Geschenk haben. Okay, ich muss beim Rennen mitmachen, Leute. Ich muss beim Rennen mitmachen. Ich mache nie bei den Rennen mit. Kannst du mal was zusammen mit Sadie machen? Na, wir haben doch schon mal hier einmal Pet-Simulator aufgenommen und wir haben auch schon mal Hide and Seek gemacht auf Roblox Felix Kanal. Könnt ihr euch auch gerne angucken, war ein schönes Video. Ansonsten gibt es halt nicht viel, was wir mit Sadie machen können. Sadie macht halt hier Roleplay-Content und wir machen weniger Roleplay-Content. Es passt halt alles nicht so gut. Sadie ist offen dafür, dass er mal Gast in unseren Videos ist und ich glaube, wir könnten, wenn wir fragen würden, auch Gast in seinen Videos sein, aber ich weiß nicht, ob das immer so passt. Weil es sind ja dann doch schon eher unterschiedliche Welten, die da aufeinandertreffen. Ich meine, ja, es ist Roblox und ja, wir kennen uns. Wir talken auch ab und zu mal miteinander. Also ich würde nicht Nein sagen, wenn er mich fragen würde. Aber ich sehe jetzt aktuell noch keinen Grund, wofür ich ihn speziell brauchen würde. Also deswegen, ich frage ungern Leute an für Sachen ohne großartigen Plan dahinter. Wie viele Pets hast du eigentlich in Collect All Pets? Ich habe keine Ahnung. So viel wie im letzten Video. Please, gib mir die Geschenke. Ha, ich hab's. Aber, V-Ray, du hast doch sicher auch nicht hier gefarmt, sondern du hast doch bestimmt in einer anderen Welt gefarmt, oder? Habe ich schon alle Welten hier freigeschaltet mit dem Account? Oder nee, ich habe gerebirthed. Okay, ich werde einmal kurz in meine Lieblingswelt gehen. Ah, ich bin rüber. Machen wir es einfach so. Bam, 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 bam. Und dann rein da. Habe in Hilltop gefarmt. Genau, nach Hilltop würde ich auch gern gehen, weil ich vermute, dass man in Hilltop am besten farmen kann. Ich weiß es aber nicht. So, wir sind jetzt hier. Und hier würde ich natürlich auch gern einmal die Strecke mitnehmen, weil das ist natürlich eine nice Strecke hier, auf der man viel einsammeln kann hier auf dem Raid. Da war ein Luftballon, den muss ich noch mitnehmen. Nein, daneben. Das macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Hier sind auch so viele Collectibles. Wir haben endlich, also nach dem Sommer-Event haben die, oder mit dem Sommer-Event, haben die gezeigt, dass sie gelernt haben, was die Leute wirklich catcht. Und zwar viele Collectibles und Fortschritt. Nicht, dass sie irgendwann weg sind und so. Das macht halt keinen Spaß. Danke. Warum meine Kamera im Schwarzen war, weiß ich auch nicht. Warum ich nicht gesprungen bin, auch nicht. Aber so macht es mir halt wirklich Spaß. Und so kann ich auch gerne Sonic weiterspielen. Hilltop ist viel besser, glaub mir. Das glaube ich dir auch. Deswegen bin ich auch auf dem Weg nach Hilltop. Aber natürlich die übliche Route. Oh, da oben will ich lang. Ich will da oben lang. Oh, von dort ging es nicht höher, oder wie? Na gut, dann nehmen wir eine andere Route. Nein, du solltest abspringen. Hier will ich lang, genau. Oh, ist das größer als die anderen? 150 hat das gebracht. Das war größer als die anderen. So, und jetzt geht es wieder hier lang. Das ist dann wieder ein 150er, oder? Nee, das ist ein 100er. Okay. Ah, und dann geht's auf zu Snowbelly. Ich zeug dir was. Du brauchst mir nicht zeugen. Ich bin kein Fan davon, weißt du? Ich habe 100 Millionen Ringe gerade. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wie es hier aussieht, weil hier ist ja immer sehr leer gewesen. Aber die haben mir offensichtlich auch neue Spots endlich hinzugefügt. Aber vielleicht haben die diese Map auch aufgegeben. Haben gemerkt, niemand mag die. Und es lohnt sich ja eigentlich auch nicht, irgendwie eine Map großartig zu updaten, die sowieso niemand mag und jeder skippt. Haben sie aber offensichtlich ein bisschen getan. Jetzt kann man ja endlich das machen, kann endlich mal hoch und kann endlich mal mehrere Level zunutze machen. Was ja auch so ein beliebter Punkt an den anderen Maps war, was hieran so kritisiert wurde. Weil hier gab es ja nicht wirklich viele Orte, wo man hoch konnte. Aber hier kann man ja easy jetzt hoch. Das finde ich gut. Nein! Ich habe versagt. Okay, jetzt geht's aber auf zu Hilltop. Ah, ich will aber diese Sachen mitnehmen. Egal, Hilltop. Los geht's. So, einmal der Looping. Dann einmal diesen hier. Einmal hier hoch. Und... ey, ich bin am Stein hängen geblieben. Und Rainer. Rainer habe ich gesagt. So, ich bin jetzt in Hilltop angekommen. Dann gucken wir mal, wie man hier so farmen kann. Weil hier hinten wird es doch bestimmt wieder viele Geschenke geben. Ja, und so ein großes. Ist das wieder ein 125er? Ja, es ist ein 125er. Genau das, was ich wollte. Aber was ich eigentlich brauche, ist jetzt ein Magnet. Deswegen öffne ich das Ding und hoffe einfach auf ein Magnet. Please. Okay, Ringe will ich nicht. 342, was will ich damit? Aber ja, XP, 222 XP, was will ich mit 222 XP? Für Ringe. Naja, ich habe übrigens das hier jetzt auch schon gemacht, ohne es wirklich zu merken. Und das wäre dann ein Storage-Upgrade, auch nicht schlecht, für 50.000. Aber ich glaube, den Birthday King Sonic, den kriege ich, glaube ich, hin. Den kriege ich hin. Ich meine, wie viel Presents habe ich jetzt? Einmal das mitnehmen, dann wissen wir Bescheid. 200, nee, 29.900 habe ich aktuell. Okay, ich brauche 150.000. Wir gucken einfach mal. Aber ich muss eigentlich will ich, Dings, wie heißt es? Ah, schon wieder vorbei. Diese Geschenke auf der Route kann ich einfach nicht reagieren. Aber eigentlich will ich ein Magnet haben, damit ich nicht so mich so darauf konzentrieren muss, Spur zu halten. Weil das kriege ich sowieso nicht hin. Das habe ich schon lange aufgegeben. Okay, dann gehen wir die Route halt von hier. Hey, was war das? Nein, lass mich hoch da. Genau, aber beim nächsten Mal bitte den richtigen Weg. Gib mir das Geschenk. Ich muss vielleicht meinen Speed ein bisschen runterstellen. Ich habe den beim letzten Mal auf 100% wieder hochgestellt. Wegen dem Rennen. Was vielleicht gar nicht notwendig war. Aber keine Ahnung. Wir grinden einfach mal die Rails hier. Die großen Geschenke kann man halt nicht mitnehmen. Aber die kleinen. Und
Kleine gibt's ja auch einige. Ah, ich habe die Kommentare gelesen. Kannst du mal bitte ein Video im Shovel Sim machen? Kann ich gerne, aber der Shovel Simulator ist, glaube ich, gar nicht so gut angekommen. Oder kam der schon? Kam der noch nicht online? Doch. Ja, der ist halt nicht so gut angekommen auf meinem Kanal. Das ist immer das Problem. Wenn ich andere Spiele spiele, werden die nicht so gut geklickt. Und ich muss auch Geld verdienen. Sonst kann ich nämlich nicht die Zeit rechtfertigen, die ich hier reinstecke. Ey, nein! Nein! Na gut, erstmal alles einsammeln. Dann gehen wir nochmal auf Redeem und hoffen, please, gib mir hier Dings, Magnet. Ah, na gut, dann halt keinen Magnet. Ah, schon wieder. Ah, ja, ich habe eins erwischt, auch wenn ich das erste erwischen wollte. Hey, was denn da passiert? Ach, schade, ich habe es nicht mal raufgeschafft. Na gut, dann werde ich wohl in die Richtung grinden. Lass ich die Geschenke liegen? Nee, oder? Gut, kannst du mal Jailbreak spielen? Nein, ich habe das Gefühl, ich lasse einige der Geschenke hier liegen. Das gefällt mir nicht. Ja, schon wieder. Naja, egal. Aber wo führt mich das hin? Es führt mich da irgendwie... Ich versuch's. Ich werde sowieso failen, aber ich versuch's. Bam, und ja, schon gefällt. Nein! Nein, ich habe gar nicht damit... Ah, meine Tastatur ist... Happy Trigger. So. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt on-stream weiterfarmen sollte. Ey, nein! Ich habe zwar Bock, jetzt hier weiter zu sammeln. Es macht mich wie beim letzten Mal schon wieder süchtig, weil es jetzt so viel gibt zum Einsammeln. Aber irgendwo weiß ich auch nicht, ob das jetzt so interessant für euch ist, wenn ich das jetzt mache. Sah das hier schon immer so aus? Das erkannte ich gar nicht, dieses Loch. Das Loch habe ich noch nie gesehen. Aber okay, jetzt habe ich es gesehen. Das nur dank den Luftballons, die hier auf dem Weg platziert wurden. Oder ist das neu? Habt ihr das hier schon mal gesehen? Also ja, das ist ziemlich unscheinbar. Das ist neu. Sicher, dass es neu ist und nicht, dass wir es einfach nur nie gesehen haben? Ich weiß es nicht. Also falls ihr das hier schon mal gesehen habt, dann schreibt. Dann wissen wir Bescheid, dass es nicht neu ist. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es neu ist. Ist schon immer da. Davon würde ich auch eher ausgehen. Ich glaube, es war einfach nur sehr unscheinbar, weil es auch... ich habe keins der Geschenke mitgenommen. Sehr unscheinbar, weil... Haha, ich habe darauf geachtet. Sonst keine Collectibles auf dem Weg dorthin lagen. Aber jetzt haben mich die Collectibles ja dahin geführt. Ich muss wirklich auf die andere Spur. Gib mir das. Ja. So. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Diese Map ist so groß. Also ich werde, glaube ich, Hilltop werde ich niemals richtig in den Kopf kriegen. Hat aber auch was damit zu tun, dass ich hier nicht so viel Zeit verbringe. Ich meine, privat farm ich hier ja nicht. Aber ich habe es irgendwie geschafft, jetzt zu überleben. Und ich habe schon wieder nicht geschafft, die Geschenke mitzunehmen. Aha, aber das... Ah, okay. Ich brauche ein bisschen mehr Anlauf. Mist, ich will wenigstens das darauf. Komm schon. Haha. Nein. Oh nein, jetzt sterbe ich auch noch. Na gut, ich versuche jetzt noch einmal hier Magnets zu bekommen. Und wenn ich keine Magnets bekomme, dann war's das. Dann war's das jetzt. Jetzt reicht's aber auch. Also Leute, wenn ihr Bock habt auf einen dieser beiden Skins, halt diesen Classic Sonic Skin oder den Birthday King Sonic Skin, dann spielt gerne das neue Update. Es macht auf jeden Fall Spaß, aber ich muss auch mal wieder was anderes spielen. Deswegen würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Sonic Speed Simulator, nachdem ich das da gesammelt habe, please. Oh, hat mir das 400 gebracht? Oh, es catcht mich so sehr. Bringen die Geschenke jetzt alle mehr? Ne, 100, alles gut. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen und zu abonnieren. Bis dann und ciao!